viele von diesen Technologien, die entwickelt werden in der KI, werden unser tägliches Leben in der Zukunft sehr stark beeinflussen. Die Technologie, die wir in unserer Forschung entwickelt haben, die wird tagtäglich im Krankenhaus benutzt. Was Besseres gibt es eigentlich nicht in dem Bezug, wie man wirklich Real-World-Impact kreiert. Mein Name ist Daniel Rückert. Ich forsche im Bereich der medizinischen Bildverarbeitung und spezialisiere mich darauf, künstliche Intelligenz in die Bildverarbeitung zu integrieren, um für Patienten bessere Diagnosen zu erstellen. KI, künstliche Intelligenz, verändert unsere Welt. Daniel Rückert trägt diese Revolution mit seinem Team in die Medizin. Das Unsichtbare sichtbar machen. Tumore, Erkrankungen, Veränderungen erkennen. Mit immer besseren und aufwendigeren Bildgebungsverfahren. KI hat dabei drei große Anwendungsfelder, die aufeinander aufbauen. Ein Schritt ist der ganz am Anfang ist, wie die Bilddaten generiert werden, wie man bessere Bilder generieren kann, wie man sie schneller generieren kann. Der zweite große Schritt, der eigentlich stattfindet danach, ist die Bilddaten, zum Beispiel anatomische Strukturen, Tumore, extrahiert werden, quantifiziert werden. Der dritte Schritt ist, diese extrahierte Information zu nehmen und zu interpretieren. KI hat eigentlich in allen drei Schritten eine große Bedeutung. Und das nützt natürlich nicht nur dem Radiologen, der vielleicht dadurch einen einfacheren Job hat, die Bilder zu interpretieren, sondern langfristig auch den Patienten, die dadurch hoffentlich eine bessere Diagnose am Ende des ganzen Prozesses haben. Bessere Bilder erzeugen, erkennen, was sie zeigen und letztlich eine Diagnose aus diesen Erkenntnissen erstellen. Bei allen drei Schritten eröffnet künstliche Intelligenz neue Möglichkeiten. Rückerts Team verbessert Bildgebung und Verarbeitung. Manche Fragen lassen sich überhaupt erst durch KI angehen. Wie entwickelt sich das menschliche Gehirn im Frühstadium und in den ersten Wochen nach der Geburt? Mit herkömmlichen Verfahren ist es weitgehend unmöglich, Bilder und damit Antworten zu bekommen. Zu sehr und zu unberechenbar bewegt sich der Fötus. Die Daten der Magnetresonanzaufnahme sind voller Bewegungsverzerrungen. Künstliche Intelligenz in der Bildverarbeitung kann diese Verzerrungen herausrechnen und so bessere Bilder des Fötusgehirns im Bauch der Mutter erzeugen. Mit den gewonnenen Bildern kann KI aber noch viel mehr. Zum Beispiel die gesammelten Daten von 200 gescannten Gehirnen zu einem Datensatz zusammenfügen, der zeigt, wie sich das Gehirn in den ersten Wochen nach der Geburt normalerweise entwickelt. Eine Reise durch das wachsende Gehirn. Visualisierungen, die anderen, zum Beispiel neurophysiologischen Forschungen, einen Datenschatz an die Hand geben. Herausforderungen in der Medizin erkennen, die eigene Forschung zu neuen Horizonten ausrichten. Die Kombination von analytischem und kreativem Denken ist genau das, was Daniel Rückert an seinem Beruf liebt. Es wird nicht oft so angesehen, dass zum Beispiel Informatik sehr kreativ ist, aber was wir oft machen, ist, dass wir neue Methoden, Algorithmen entwickeln. Und da gehört meines Erachtens auch sehr viel Kreativität dazu, weil man wirklich neue Ansätze, neue Denkweisen braucht, um Probleme zu lösen. Und manchmal hilft dabei auch ein neues Umfeld. München. Die Humboldt-Professur bringt Daniel Rückert an die TUM. Nach über 20 Jahren in London beginnt für ihn und seine Familie ein neuer Lebensabschnitt. Für seine Forschung und die Kollegen hier ein neuer wegweisender Impuls. Als Leiter des neuen Instituts für KI in der Medizin soll Rückert die Arbeit verschiedener Forschungslabors und Kliniken bündeln. Die große Motivation, nach München zu gehen, ist wirklich, die Informatik und die Medizin an einem Standort enger zu verzahnen. Und das ist wirklich eine fantastische Möglichkeit, hier das zusammenzubringen. Das Umfeld dafür ist perfekt. Es gibt eine starke Informatik, es gibt eine sehr starke Medizin. Und was noch wichtiger ist, es gibt den Willen, die beiden Felder eng zu verzahnen. Und diese Verzahnung ist das, was in der Zukunft, glaube ich, wirklich die interessante Richtung ist, um Fortschritte zu machen. Informatiker und Radiologen aus der klinischen Praxis, die eine gemeinsame Sprache sprechen. Zukünftig soll das noch vertieft werden, um so neue Türen aufzustoßen. Es geht darum, dass man die künstliche Intelligenz oder das maschinelle Lernen einsetzt, um tatsächlich auf medizinische Fragestellungen, die wir aktuell nicht beantworten können, Antworten zu finden. 50% seiner Arbeit sollen deshalb zukünftig hier an der Uniklinik angesiedelt sein. Dort, wo Rückerts Forschung auf die trifft, die sie anwenden. Und auf die Patienten, denen sie hilft. Der Vorteil ist wirklich die räumliche Nähe, dass man sozusagen wirklich integriert ist, im Krankenhaus sitzt
Und bei den Interaktionen mit den klinischen Kollegen ist halt auch sehr wichtig, dass man einfach mal, wenn man eine neue Idee hat, wenn man eine Frage hat, einfach zwei Türen weitergehen kann und die Idee einfach denen an den Kopf schmeißen kann und hören kann, was vielleicht vernünftig ist und was vielleicht nicht vernünftig ist. Schon jetzt kann der Computer manches besser als ein Mensch, weil er Bilder analysiert, ohne zu ermüden. Oder weil er Anomalien nicht erst ein- oder zweimal vor Augen hatte, sondern zum Vergleich auf hunderttausende Bilder zurückgreifen kann. Big Data, gigantische Datenmengen, mit denen Systeme des maschinellen Lernens trainiert werden, und immer höhere Rechenleistungen haben die künstliche Intelligenz gerade im Bereich der Bildverarbeitung einen großen Schritt vorangebracht. Trotzdem ist es erst der Anfang und viele Fragen sind noch ungeklärt. Ich glaube, wir sind noch sehr, sehr weit davon entfernt, Systeme zu bauen, die so intelligent sind, wie wir als Menschen Intelligenz definieren. Allerdings haben wir unheimliche Fortschritte gemacht für spezifische Anwendungen, Techniken des maschinellen Lernens zu benutzen, um zum Beispiel Bilder zu interpretieren, genetische Daten zu interpretieren oder andere Daten zu interpretieren. Das können wir mittlerweile besser machen, als es ein einzelner Mensch kann. Ich glaube, wir stehen erst am Anfang und ehrlich gesagt ist es auch sehr spannend, dass man nicht immer genau weiß, welche Möglichkeiten einem so eine neuartige Technologie ergibt. Man muss natürlich die ganze Zeit im Kopf haben, dass man halt auch gesellschaftsverträglich seine Forschung gestaltet.